Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Wolf. Ihr seht, wir haben echt schönes Wetter. Und wir werden heute ein Megaloceros zähmen. Huch, was kam wohl aus? Nämlich diesen 240er hier unten. Ich habe aus dem K-Modus hier reingepackt. Ich muss das Fernglas wegnehmen und wir können mit einem Argentavis grabben. Ich werde jetzt den Megaloceros nach Hause fliegen. Ihn dann dort ins Zähmgehege schmeißen, aber ich denke, wir sehen uns kurz vorher wieder, weil wie ihr seht, das Wetter ist gerade auch nicht so schön. So, jetzt sind wir gleich bei uns an der Base, wo ich den Hirsch, wie ich immer sage, ins Zähmgehege packen werde. Ihr seht das Zähmgehege. Oh, ich habe die Tür offen gelassen. Fällt da rein? Ja. Bei denen kann man sich allerdings mit reinstellen, denn er tut nichts. Das ist ein Fluchttier, sobald wir angegriffen wird. Ich nehme jetzt erstmal die Flinte, die soweit hoch. Was heile ist. Beziehungsweise fast kaputt ist. Und wie ihr seht, es passiert wirklich nichts. Natürlich ist dieses Tier auch kein Fleischfresser, sondern ein Pflanzenfresser. Das hätte ich fast andersrum gesagt. Und bevorzugt natürlich wie immer Mehlbeeren. Noch lieber mag er natürlich Gemüse. Welches Kibbel der jetzt benötigen würde, weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Aber Kibbelrezepte sind ja immer in der Infobox. Jetzt liegt er schon. Huh. Ne, ich will nichts abbauen. Wir gucken uns mal kurz die Werte an. 1980 Leben, 1300 Ausdauer, 409 Gewicht und 260 Nahkampfschaden. Sind ganz gut. Wieder hier runter. Au. Ich denke, wir werden jetzt auch bald auf den Server Farming runterstellen. Das war zum Anfang ganz nett, aber es kann jetzt auch wieder auf normale Werte runtergehen. Auch wenn das so zum Sammeln natürlich praktisch ist, weil man bekommt immer recht viel raus. Aber es ist halt auch schön, wenn man sich ein bisschen was erarbeiten muss und nicht... Oder ersammeln muss und nicht immer alles gleich geschenkt hat. Ja, die reichen definitiv. Und er kriegt 3,8% pro Fressen drauf. 119 Level, ich denke, er verliert das ein oder andere Level noch. Pflanzenfresser fressen auch bei 30 Futter und nicht bei 50 wie die Fleischfresser. Ich hole euch aber gleich wieder dazu, wenn er kurz vorm letzten Mal fressen ist. Bis dann. So, wie ihr seht, der Gute muss, ich wollte gerade sagen, das letzte Mal fressen. Aber er bekommt gleich einen Namen. Auch wenn es nicht passt. Rudolf! Wir lassen jetzt den mal da kurz so stehen. Mal gucken, was brauche ich denn für den Sattel?
Wird der nicht im Inventar hergestellt? Nee, der wird in der Werkbank hergestellt. Ihr braucht dafür 5 Metallbarren, 200 Leder und 110 Fasern. Ich baue den jetzt einfach im Argentavis. So. Schmeiß mal kurz ein paar Sachen hier rüber. So. Jetzt dürfen wir Rudolf auch reiten können. Sattel drauf. Mal gucken, ob wir ihn hier durch die Tür kriegen. Irgendwie ja nicht. Andere Tiere passen da durch, nur Rudolf nicht. Und die Wand kurz weg. Und wir gehen mal runter am Strand. Hui. Ah, aua. So. Huh. So, ich mache jetzt mal den K-Modus an. Bisschen rausscrollen. Mit der rechten Maustaste macht er so einen Schubsangriff. Ja, er greift halt nur mit der rechten Maustaste an. Ne, linke Maustaste, Entschuldigung, ist die linke Maustaste. Rechts macht er gar nichts, auf C macht er nichts. Und mit Leertaste springt er halt, huch, da ist schon wieder so ein Häufchen gespawnt. Ich muss ihn mal kurz ein bisschen besser ausrichten. So. So sieht das aus, wenn er geht. Und so, wenn er rennt. Er ist nicht gerade schnell. Aber er eignet sich auch zum Farmen. Wie ihr seht, Beeren kann er nicht farmen. Aber Stroh. Der farmt sehr gut Stroh. Jetzt gehen wir mal wieder hier hinten in die Sonne. Denn dieses Mal kann ich euch sogar die Level-Animation zeigen. Nur mal besser hinstellen. So. Ich hoffe, man sieht dann gleich überhaupt was. Jetzt gehe ich ins Inventar. Ne, das ist mein Inventar. Ich werde seins haben. So. Ernsthaft? Jetzt hat er die nicht gemacht, dadurch, dass er gekackt hat. Was soll denn das? Ja. Hauen wir nochmal hier kurz gegen. Weil die erste Zeit leveln die ja echt schnell. Da hat er doch schon wieder ein Level up. Und hoffen, dass der Gute jetzt nicht gleich wieder ein Bällchen legen muss. So. Ich gebe jetzt auf Gewicht. Hier ist die Level-Animation. Ich finde, die sieht sehr cool aus, aber die könnten den Guten auch noch ein bisschen überarbeiten, denn hinten hat er echt Knetfell und oben am Hals hat er halt richtiges Fell und dieses Geweih finde ich halt auch noch nicht ganz so schön. Aber zum Strohfarmen ist der wirklich top. Und das Weibchen sieht genauso aus, nur ohne Geweih. Ich werde die jetzt aber nicht noch zähmen, dann auch mit ins Video packen, denn wie gesagt, die nehmen sich eigentlich nichts vom Aussehen, nur halt, dass das Männchen halt dieses große Geweih hat, was das Weibchen halt nicht hat. Ich sage jetzt, bis zum nächsten Mal. Tschüss!